Hallo, mein Name ist Ralf Beckmann. Zu meiner Rechten Daniel Deppe, mein heutiger Trainingspartner. Wir kommen aus dem Kempukan Gym in Hannover, Kempukan Dojo, und haben jetzt eine Reihe gemacht mit Kampfkunstarten, die wir versucht haben, euch etwas näher zu bringen. Das war das philippinische Kali, das war das chinesische Jeet Kune Do. Wir haben uns versucht, so ein bisschen in diese Sachen Savate, französisches Kickboxen zu wagen. Wir haben ein bisschen erklärt über das Systema und so weiter. All diese Geschichten nennen wir Kampfkunst. Kampfkunst bedeutet für uns immer, es gibt keine Regeln, es ist Selbstverteidigung und wir alle erlaubt es, was gefällt. Der Part neben der Kampfkunst ist der Kampfsport. Für uns eine völlig andere Geschichte, weil beim Kampfsport gibt es natürlich Regeln. Wir dürfen natürlich nicht in die Augen greifen, nicht das Genital verletzen, wir dürfen nicht die Knie durchtreten, all diese ganzen Geschichten, das, was alles die Hauptziele in den meisten Kampfkunstarten ist. Deshalb sind Kampfkunst auf der einen Seite, Kampfsport auf der anderen. Trotzdem hat der Kampfsport natürlich jede Menge aus den Kampfkünsten gelernt, nur in einem gewissen Regelwerk. Selbst das heutige MMA, Mixed Martial Arts, UFC, Cage Fights, besteht aus jeder Menge Regeln. Am Anfang hat man immer gesagt, No Rules Fight, das ist das größte Missverständnis überhaupt. Jede Menge Regeln kommen da auf uns zu. Heute wollte ich euch so ein bisschen erklären, ein sehr, sehr, sehr modernes Kampfsportsystem ist das Ghost oder Ghost Fighting, das Sifu Phil Norman aus England, der auch selbst Kickbox-Weltmeister war, der selbst im Cage gestanden hat und Full Instructor unter Guru Daniel Santo ist, entwickelt hat. In diesem Ghost-System geht es vor allen Dingen darum, nicht in der Linie des Gegners zu sein, in der eigentlichen Schlag- und Kicklinie. Und das ist super toll, weil durch die Bewegungen, die Phil aus verschiedensten Kampfkunstsystemen angeeignet hat, also aus seiner eigenen Praxis, seinem eigenen Training, steht man immer in einem guten Winkel zu seinem Gegner. Und der Name Ghost ist nichts anderes wie, du bist wie ein Geist für deinen Gegner, weil der Gegner dich immer irgendwo vermutet, wo du nicht mehr bist. Wir kommen zur ersten Geschichte. Im Normalfall starten wir einen Kampf in einer Position, wo wir uns gegenseitig noch nicht bewegen können oder nicht erreichen können. Weder durch meine Hände noch durch meine Beine oder Füße kann ich meinen Gegner treffen. Dieses ist auch die Zone, in der wir starten wollen. Sobald wir in einer Zone sind, wo wir uns treffen können, egal durch Beine oder durch Arme, ist der Kampf schon im vollen Gang. Diese Zone nennt Phil die No-Man's-Land, das No-Man's-Land, das Niemandsland. Das bedeutet, wenn ich jetzt in den Kampf reingehe und ich muss in das Niemandsland gehen, versuche ich unter maximaler Deckung nach vorne zu gehen. Denn das Problem ist, wenn mein Schlag Daniel treffen kann, kann Daniel mich treffen. Darum muss dieser Moment schnell, kurz und unter maximaler Deckung erfolgen. Jetzt passiert Folgendes. Wenn ich aus dieser Position wieder zurückgehe und stehe vor Daniel, dann bin ich in seiner Kampfzone, weil er jetzt nach vorne kommen kann und kann mich attackieren. Das bedeutet, ich muss diese Bahn, auf der wir beide stehen, verlassen. Phil nennt das den Track, die Zugbahn. Wenn ich jetzt hier bin und komme nach vorne, ist in meiner Rückzugbewegung, geht mein Fuß nach außen. Wenn Daniel mich jetzt attackiert, bin ich in seinem ersten Schlag in Sicherheit. Selbst wenn er hinterherkommt mit einem zweiten Schlag, bin ich auch hier in Sicherheit. Und ihr seht, wie er sich schon lang machen muss. Selbst in dieser Position könnte, selbst wenn ein dritter Schlag von Daniel noch kommt mit Bewegung nach vorne, könnte ich immer noch ausweichen. Das Ganze resultiert daraus, dass wir nicht mehr, die Amerikaner nennen Toe-to-Toe, C-to-C. Dieses würde bedeuten, wir sind beide in der gleichen Schlagposition. Durch einen kleinen Schritt nach hier bin ich mit diesem hinteren Fuß auf die Außenseite gekommen. Jetzt passiert Folgendes. Meine erste Attacke. Ich ziehe Daniel auf mich zu, er kommt mit seinem ersten Schlag und sein zweiter Schlag, der kommt, kontere ich mit einem langen linken Haken. Ich bin jetzt an der Seite zu Daniel. Diese Seitbewegung behalte ich bei, zum Beispiel mit meinem nächsten Schlag.
behalte ich bei mit meinem nächsten Schlag. In einem richtigen Kampf würde Daniel mir ständig folgen. Das bedeutet, mache ich meinen Schritt nach rechts, würde er versuchen, mir zu folgen. Er würde mir wieder folgen, aber ich mache meinen weiteren Schritt nach rechts. Er würde mir wieder folgen, ich mache meinen nächsten Schritt nach rechts. Er würde mir wieder folgen, ich mache meinen nächsten Schritt nach rechts. Was bedeutet, solange ich beim Schlagen nicht aufhöre, mich zu bewegen, bin ich immer in der Pull-Position. Hier haben wir beide noch, ich kann mit links treffen, Daniel kann mit links treffen. Ich kann mit rechts treffen, Daniel kann mit rechts treffen. Im Angriff meiner Bewegung nach hier hat Daniel höchstens noch seine linke Seite, aber auch da wird es schon eng, seine rechte Seite ist da völlig tot. Das heißt, schon durch die erste Bewegung habe ich mir einen 50-prozentigen Vorteil gebaut. Wenn Kicks dazukommen können, gehe ich meinetwegen hier in die erste Position, gehe hier zurück und sollte Daniel mich attackieren, seht ihr, kann ich aus dieser Position ihn schon versuchen, sozusagen zu stoppen. Wenn er eine Doppelkombination macht, Jab Cross, kann zum Beispiel mein Kick zur Leber kommen, kann zum Kopf kommen, kann ins Bein kommen, wo immer ich treffen will. Nach dieser Position setze ich halt um, aus verschiedenen Bewegungen. Und als Abschluss könnte ich sagen, ich mache nochmal meinen Kick zum Kopf und stehe jetzt am Abschluss seitlich zu ihm. Wer diesen ersten Schritt begriffen hat in Phil Normans Ghost System, hat eigentlich die Quintessenz schon verstanden, nämlich nicht mehr Toe-to-Toe auf einer Linie miteinander zu kämpfen und zu hoffen, dass man heute einen guten und schnellen Tag hat. Ich hoffe, das hilft euch in eurem Kickboxen, Thai-Boxen, Boxen auf dem sicheren Weg weiter. Vielen Dank.